Hallo, willkommen zu einer ganz neuen, fantastischen Folge. Oh, hallo? Hier unten. Ja, hier. Ich weiß, ich bin ein wenig klein geworden. Mein Pferd und ich sind einfach so geschrumpft. Dann eben willkommen zu Hilfe, mein Pferd wurde geschrumpft. Aber hey, das hat auch was Gutes. Jetzt können wir unseren CO2-Fußabdruck verkleinern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, du brauchst deinem Pferd nicht mal eine Karotte geben, sondern nur ein Stückchen. Wie ressourcenschonend das alles so ist. Die Ausrüstung ist so klein, dass man aus einem Sattel jetzt Hunderte machen könnte. Ja, okay, irgendwie hat es auch Nachteile. Schauen wir mal, was wir dagegen tun können. Hallo? Hier unten, kannst du mir... Hey, aufpassen, ich wurde fast zerquetscht. Oh, viel zu gefährlich hier. Wir gehen lieber. Wenn es einer noch helfen kann, dann ist es Jutus. Er ist unsere letzte Hoffnung. Oh, er ist ja selber klein. Warst du das oder hast du dich einfach mit klein gezaubert? Ich fürchte, wir werden es nie erfahren. Wir sollten es aber positiv sehen. Jetzt können wir überhin, ohne gesehen zu werden. Da wir kleiner sind als das umwachsene Gras hier. Wir könnten uns überall hineinschmuggeln. Die Schmugglerhöhle, wir sind ja kleiner als die Kiste. Oder in Partys. Sehr praktisch. Und es niemand zu merken. Ich meine, wenn es eine Bank geben könnte, könnten wir sie einfach so ausrauben. Mein Pferd ist Speedy Gonzales. Wie hoch kann ich eigentlich springen? Wow. Hallo. Kann ich eigentlich unter diese Bank? Nein, schade. Jetzt müsste aber das Droidentraining ganz einfach sein. Ja, man kann einfach die Schatten ausweichen. Dass diese uns überhaupt wahrnehmen, wieder ein kleiner positiver Aspekt. Jetzt müsste man sich doch auch durch den Zaun bei geheim steinkreisig quetschen können, oder? Nein, schade. Mein Pferd ist so klein wie eine Blume. Och, wie niedlich du doch bist. Wie ein Haustier. Kann ich dich eigentlich noch in diesem Zustand pflegen? Komm, probieren wir es doch aus. Ja, doch. Es ist nur ein wenig unerklärlich. Komm, ich gehe mit dir wie mit einem Hund spazieren. Das ist bestimmt lustig. Einmal absteigen und... Oh, ja, es funktioniert. Mein kleines Pferd an der Leine. Ich glaube, Wurstpanz hält davon nicht viel. Und führt lieber mich spazieren. Ja, wer kann es ihr verübeln? Mein kleiner Chihuahua-Pferd. Alle werden mich beneiden. Oh, um Gottes Willen. Das sieht sehr ungesund aus. Komm, wir gehen baden. Hey, hopp. Oh, wo bist du hin? Ich glaube, du hast das Schwimmen verlernt. Kann ich eigentlich jetzt unter diese Absperrung durchreiten? Nein, da scheint eine kleinere Absperrung unter der großen Absperrung zu sein. Oh, da bin ich. Puh. Der Schaden des Pferdes ist größer als das Pferd selber. Das gibt ein zu denken, oder? Ob die Hexe damit was zu tun hat? Ein Riesen noch. Ich kann ja weit genug springen. Das ist ja hier die reinste Todesfalle. Also ich weiß wirklich nicht, ob sie was damit zu tun hat. Ein gutes hat es. Du kannst die grandiosesten Aufnahmen jetzt machen. Wann bekommt man schon mal diese Chance? Was passiert, wenn man etwas auf das Pferd drauf macht? Also Gepäck? Oh, es wird genauso klein. Und bei Springparcours springt man natürlich durch die Sprungstangen. Ja, es hat sehr viele Vorteile, so klein zu sein. Vergiss nicht, es ist nur heute so. Also, viel Spaß!